Die goldenen Bäume von Bakersfield. Aber wenn man sich das mal vorstellt, das echte Bakersfield da in Kalifornien, ne? Da sieht das ja dann doch ein bisschen anders aus. Vor allen Dingen trockener. Obwohl die Bäume würden fast hinpassen. Also so rein von der Farbe her. Hätte ich gern mal besucht in meinem Leben. Los Angeles, Las Vegas, Bakersfield oder wenigstens New York. Aber da habe ich die Hoffnung noch nicht so ganz aufgegeben, dass es vielleicht doch noch mal was wird. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 22 hier bei uns im Niemandsland. Wir haben inzwischen Mitte November. Es ist ja noch recht früh morgens und trotzdem noch gar nicht so richtig hell, ne? So, jetzt müssen wir erstmal gucken, als erstes, dass wir die Mähgeschichte wieder in Gang bringen können. Ja. Ein doch recht sonniger Herbstmorgen. Obwohl, Mitte November, da ist sogar der Winter nicht mehr fern. Oh, da gibt es ja bald wieder Schnee. Und wir haben ja auch in der Realität ja schon bald November. Und wenn es dann an die Adventszeit geht, so Mitte, Ende November, dann fangen wir wieder an, ernsthaft hier in Bakersfield den Weihnachtsmarkt zu dekorieren. Ne? Da hatten wir ja gesagt damals, dass wir uns da an die reale Adventszeit orientieren, sonst bin ich ständig den Weihnachtsmarkt am an und ab auf und abbauen und das ist auch blöd. Ich glaube, das ist die gute Lösung, die man dafür nehmen kann. Oh, die Sonne blendet richtig. So, packen wir den schon mal nach hinten. Wir können den auch schon mal runterklappen hinten. Müssen ja erstmal sammeln hier. So. Sammelmaschine an. Vorne runterpacken, einschalten und den Helfer an. Und dann läuft der Laden. So. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, wir hatten das mit den Eiern, ne? Wir hatten es doch mit den Eiern. Ja, manchmal hat man es mit den Eiern. Ne? Dass die einem irgendwie in die Quere kommen. Und unbedingt angefasst werden wollen oder dick werden, einfach das Gesicht gehalten werden. Ah, verrückt. Schluss jetzt! So. Und da haben wir da drüben auch noch mal welche. Ich kann auch bei der Gelegenheit mal gucken, wie der mit dem Futter aussieht für die Tiere. So. Gut. In die Bäckereien? Ich weiß gar nicht. Haben die nicht genug eigentlich? Wir können die Runde ja mal eben fahren. Ist ja kein Problem. Ja, komm. Die Eier vermehren sich von selber genügend. Dann machen wir das so. Dann fahre ich in die Bäckereien, in die Kleinen und gib denen so viele Eier, wie sie haben wollen. Ich glaube, allzu viel ist das gar nicht. So, hier. Ne, ist schon Schluss, oder? Eier? Eier? So. Dann zu der anderen kleinen Bäckerei und den Rest werfen wir den großen Bäckerei in den Rachen. Dann haben die erstmal Eier satt. Was hatte ich gesagt? Mit der zweiten Fuhre wollte ich... Also mit der jetzt... Das ist ja dann die dritte Fuhre. Wollte ich Heu machen, ne? Ja. Ach, guck, da steht schon wieder Kuchen. Siehste. Ja.
mal hier rum. Und dann gucken wir mal, dass wir hier genügend davon anliefern. Reicht das so? Eier greift, greift. Eier? Jetzt auch voll. Siehst du wohl. Kommen wir da noch rum? Nee, 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 nee. Aber jetzt, ne? Jupp. So, und den Rest packen wir dann in die andere Bäckerei. Die nimmt ja wieder alles, ne? Das ist ja ein Loch. Also ein Fass ohne Boden. Ist echt fast gesagt ein Loch ohne Boden. Guck mal, da steht auch schon wieder Kuchen. Es hört nicht auf. Ja klar, ich meine, ich habe ja übernachtet. Und dann vergehen ja ein paar Stunden und dann kommt das so, ne? So, hier gehen alle rein, ne? Glaube ich, sind das in den kleinen Bäckereien. Wie sieht es eigentlich hier aus? Also, Eier. 53.000 Liter Eier. Und das ist gar nichts. Was hast du denn hier für ein... Das ist doch totaler Wahnsinn, oder? Ich meine, ich finde das gut, wenn man das groß macht, das Lager. Aber so gigantomanisch, wie groß hätte ich das gemacht? 53.000, 7.000 in kleinen. Gut, da muss man immer mal wieder nachfüllen. Ich hätte das hier vielleicht so bei, ja, maximal 250.000. Aber wenn das hier 53.000 sind, dann sind wir hier bei 100.000, ne? Dann sind wir hier bei 250.000. Also da gehen bestimmt 2 Millionen Eier rein. Also 2 Millionen Liter. Das ist ja irre. Wahnsinn. Jetzt mal geschätzt natürlich, ne? Total verrückt. Pass auf, jetzt verhökern wir mal eben hier das Gemüse. Das ist ja ratzfatz zwischendurch erledigt. So, einmal umdrehen. Wenn wir mal gucken da hinten, wie weit der ist, nicht, dass wir das versäumen. So. Gut. Und verticken. Können da eigentlich hier, kann das da auch mit, oder? Ja, sicher. Wenn da kein Kuchen bei wäre, könnte man das auch machen. So, weg damit. Verscherbeln. Es steht da der Kuchen. Ja, das holen wir dann mit. So. Aber ich will doch vorsichtshalber, ich habe Angst, nochmal gucken, wie weit der ist mit seiner Mäherei. Kann man ja mal eben rüberhüpfen. Ah ja, der ist gleich fertig. Pass auf, dann hüpfen wir jetzt nochmal eben hier drauf. So. Und sammeln das eben ein. Das kommt dann ins Lager. Dann können wir auch... Ja, die Wolle ins Lager bringen ist eigentlich auch Quatsch, ne? Die wir da bei den Schafen haben. Ich stelle den jetzt an die Straße und dann kümmern wir uns als erstes... Jetzt mal an die richtige Straßenseite. Um das Gras da. So. Man darf auch nicht zu schnell klicken, dann hat man das nämlich schnell mal übersprungen. 99! Nein, aus! Ja? Aber genau! Aber ganz genau abgepasst hier. So, da wollten wir Heu draus machen, ne? Ich gucke aber vorher mal, wie viel Heu ich im Silo habe. Aber ich glaube, da ist nicht mehr viel. Das kann nicht schaden, da Heu draus zu machen. Und dann gehen die nächsten Fuhren alle ins Fermenter-Silo. Würde ich sagen.
Ah ja. Moin. Ja, alles muss man selber machen. Es ist ein Kreuz. Aber das mit dem Herbstlaub an den Bäumen, das finde ich schon schön. Also vielleicht soll ich noch ein paar mehr von den Bäumen setzen. Man könnte zum Beispiel hier so die Straße quasi wie so eine Allee gestalten, ein Stück weit, ne? Wo man links und rechts so richtige Laubbäume hinstellt oder so. Könnte man ja machen. Ja, jetzt nicht die ganze Strecke natürlich, aber so ein Stück vielleicht, ne? So, bevor ich das aber da jetzt auf den Boden kipp, gucke ich wirklich mal eben nach, wie viel Heu wir eventuell haben im Silo. Ich meine, da ist aber nicht mehr viel drin. Bleib mal hier stehen. So, mal eben den Leppi aufklappen und mal hier reingucken. Da haben wir das doch schon, Heu. Gar nichts, 280 Liter, das ist eine Schubkarre voll, ne? Also, sind wir da genau richtig mit der Annahme, wenn wir sagen, wir machen hier zicke, zacke, zicke, zacke und so. Na? Könnte man eigentlich auch zwei Fuhren machen. Steuerung I muss ich drücken. Sonst funktioniert das nicht. Ich habe ein bisschen weit nach hinten gesetzt. Jova. Dann fange ich da mal von da hinten auch an. Man könnte auch, damit sich das lohnt, gleich zwei Fuhren machen. Und die dann erst wenden. Oder? Ja klar. Komm. Sorgen wir erstmal dafür, dass weiter gemäht wird. Das stört mich ja hier nicht, so ein bisschen Gras, was hier rumliegt. Stört mich ja nicht. Oh, wir müssten bestimmt Unmengen an Gülle haben hier schon. Da müssen wir auch alles noch abholen und rüberbringen. Wir können nicht jede Menge machen. Wasser da rein in die Fabrik, Gülle rein in die Fabrik, Gärreste rein in die Fabrik, Mist rein in die Fabrik. Haben wir eigentlich Raps gemacht für das nächste Jahr? Ja, ne? Oder? Drüben auf den großen Feldern doch, oder? Glaubst du, dass ich das jetzt schon wieder vergessen habe und gar nicht mehr genau weiß, was ich da gemacht habe? Es ist zum Verrücktwerden. So, müssen wir hier rum? Ne, eine weiter war das. Naja, die Wiese geht noch weiter. Da hinten die Straße rein. Wir haben ja schon ein richtiges Straßennetz gemacht hier. So, hier rein. Ja, ist doch klasse mit der Straße hier. Man könnte ja auch schon mal hingehen und weitere Grundstücke kaufen und dann weitere Dinge planen. Ja, so, einmal hier einen Bogen. Machen wir mal alles an hier. Runter, einschalten, hinten. Runter, einschalten, das Ding ist in vollem Gange. Ne, wie die Geschichte im Krankenhaus. Wie sagen das da, die Schwestern? Ah ne, guck mal, das ist doof jetzt hier, kriege ich nicht rum. Dann mache ich jetzt da. Ist egal, dann machen wir hier eben Streifen rein. Guck, so, meh, sammel. Die Baumwolle sammelt er ja nicht. Das wäre jetzt auch blöd. Ich weiß ja nicht, ne, ob das sich erholt und wir das wirklich nochmal ernten können. Irgendjemand hat das gesagt. Ich glaube, das war die Nicole. Nicole, warst du das? Ja, die guckt die Folgen, glaube ich, gar nicht, ne. So. Und Helfer, walte deines Amtes. Hier wollten wir weitermachen. Das kommt ins Lager. Wir wollten die Wolle mitnehmen. Oh, wir haben ja da auch noch Honig. Ach, und dann haben wir ja noch Gemüse wieder wegzubringen, ne? Das auch noch. Naja. Aber inzwischen ist es so, dass ich nicht den Winter quasi nur so überschlafe und einen Tag auf dem anderen, weil man nichts machen kann. Ich habe jetzt immer zu tun irgendwie, ne? So, hier war noch Wolle. Die packe ich einfach mal so lange mit ins Lager. Guck mal, wenn wir schon mal hier vorbeikommen.
Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Du hast recht. So. Man könnte noch ein zweites Mähwerk machen, dann könnte man mal Rasen mähen, bis der Arzt kommt. Also richtig das Fermentersilo mit der Pickepacke vollpacken. Aber das ist so eine langwierige Arbeit. Gucken wir mal, hat er da jetzt inzwischen. Jo, 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 komm, hüpf rauf. Fahr mit im Klikla-Klavitterbus. So. Schwuppst. War da eigentlich schon Wolle drin? Ich glaube nicht, oder? Ist egal, die können wir dann irgendwann mal, wenn sich so ein paar durch Reste, wie jetzt hier einiges angesammelt hat, alles rüberbringen. Oder aber, wenn wir wirklich mal eine zweite Spinnerei bauen. So. Ne? Dass wir dann schon ein bisschen Startmaterial haben, dass wir die gleich beschäftigen können. Denn was drin ist in der Spinnerei, ist drin. Das kriege ich ja nicht mehr raus. So, jetzt haben wir hier Erdbeeren, die lassen wir mal noch stehen, aber Tomaten und Salat nehmen wir mit. Und die Pferde dreckig wie nur was. Gesundheit bei null, also ähnlich wie bei mir. Oh, ich müsste dringend mehr Bewegung haben, das weiß ich genau. Ich komme einfach nicht dazu. Und wenn es einem nicht so richtig gut geht, dann habe ich auch keine Lust. Oh. So. Dann hier. War jetzt gewagt, ne? Ohne Gurte zu fahren. Jetzt machen wir es aber doch lieber dran. Jetzt müssen wir hier die scharfe Kurve machen. So. Na, kommen wir da rum? Ja, aber knapp. Aber passt. Boah, was viel Tomaten. Guck mal. Stück vor. Warte mal, wie war das hier eigentlich mit dem Wasser? Das war auch bald so weit, ne? Ich muss mal eben gucken. 12.000, was gehen rein? 5,5, na ja. So zum Jahreswechsel hin. Noch ist Wasser da. So. Guck dir das an. Ich glaube, zwei Stück gehen noch und dann ist Ende. Da steht schon wieder Eier. Werden die produktiver, die Hühner? So. Hä? Wieso nicht? Weil die da drüber stehen so ein bisschen? Jo. Deswegen geht das nicht. Pass auf. Dann mache ich einen Trick. Hier werfen wir alles ab und nehmen alles neu. Jetzt fahre ich ein Stück zurück und da haben wir es. Ja, man kann ruhig blöd sein. Man muss sich nur zu helfen wissen. Ne? Haufen Zeug. Wieder mal natürlich gleich die Situation, dass ich gucken muss, wo packe ich das am besten rein. Das war ziemlich unterschiedlich. Ich müsste vielleicht mal gucken, dass ich einmal mit nur Salat und einmal nur Tomaten fahre, um das so ein bisschen wieder gerade zu biegen. Wenn ich 10 Millionen voll habe oder überschritten habe, die 10 Millionen, dann werden wir hier mal ordentlich was an Bakersfield weiterbauen. Das habe ich ja gesagt. Das machen wir auch. So, jetzt mal erstmal gucken. Oh, der scheint aber schon ziemlich voll zu sein, wieder da hinten. Da müssen wir erstmal gucken gehen. Also, hier haben wir 30.000 Tomaten, 15.000 Salat und hier haben wir 13.000 Tomaten, aber, ne? 32 Salat.
Dann würde ich sagen, da die Tomaten nicht mehr ganz so viel sind, packen wir die da rein. Aber erstmal gucken wir mal, wie der mit seinem Mähen ist. 95%. Ich habe es wieder gut abgepasst. Wenn man das einmal vergisst, hat man die Arschkarte Deluxe. Ah, jetzt müssen wir das Wenden noch abwarten, ne? Ja. Wunderbar. Ist das eigentlich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, das bleibt eine Wiese, ich walze das vielleicht oder vielleicht. Oh! Vergessen. Jetzt bin ich schon da drauf und vergesse das trotzdem noch. Guck dir das an. Aber das ist ja nur so ein kleiner Streifen, das ist alles in Ordnung. Laber, laber, rababa und zack, bum, peng, aber so bin ich. Wenn ich jetzt hier walze oder vielleicht auch dünge und dann wächst das wieder so wie jetzt und ich ernte das und mache das dann das nächste Mal wieder und wieder und wieder, ist das so, dass das irgendwann an Ernteertrag einbüßt, dass ich vielleicht mal sagen sollte, damit ich keine Mono, also so quasi eine Grasmonokultur mache, dass der mal was anders anbauen sollte, oder ist das bei Wiese egal, dass ich das ewig so weitertreiben kann? Wer weiß es? Ich meine, ich könnte mir das eigentlich nicht vorstellen. Bei Gras, das müsste da immer gut wachsen. Wenn man da für sorgt, dass da genug Nährstoffe sind, so ein bisschen düngt oder so, müsste das da eigentlich gehen, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe auch noch nie den Ölrettich angewendet hier, ne? Dürfen nicht vergessen, im April hier die Sorghumhirse rauszuhauen. Und ich wollte gucken, ob ich denn auch Raps angebaut habe. Habe ich doch. Oder? Da drüben ist doch, glaube ich, Gerste und Raps, oder? Oder täusche ich mich da? Ich meine, das wäre Gerste und Raps. So, pass auf. Jetzt stelle ich mich aber mit dem Popo hier schön hinter, dass wir das schön dran anschließen können, ne? So, möglichst gerade. Rückwärtsgang. Andersrum. So, und jetzt wieder ein bisschen gerade machen. Ja, ich glaube, so geht das schon. Ist zwar nicht ganz so direkt da dran, aber ich will es mal eben gucken. Wie ist denn das? Ganz vorne hier. Hier, was habe ich denn hier drauf? Gerste, ne? Das Gerste, genau, und Raps. Ja, das habe ich mir so gedacht. So ist das auch genau richtig. So wollte ich das haben. Gut. Alles klar. Also, Steuerung I brauche ich beide Hände für. Nee, vorwärts. Passiert ja nichts. Wenn man da nicht rechtzeitig vorfährt, dann hört er einfach auf abzuladen. Also, das ist schon in Ordnung so. Könnt ihr auch noch ein bisschen weitermachen, dass noch mehr Heu ist. Aber ich glaube, zwei reicht erstmal. Dann machen wir da die Heu, den Heulager beim Stall voll und den Rest packen wir dann ins Silo. Dann haben wir so ein bisschen Heuvorrat. Aber ich sehe gerade hier, Silage wird langsam ein bisschen wenig, ne? So. Ach ja. Ist jetzt eigentlich alles Holz drin? Müssen wir auch mal nachgucken. Die goldenen Bäume von Bakersfield. Aber wenn man sich das mal vorstellt, das echte Bakersfield da in Kalifornien, ne? Da sieht das ja dann doch ein bisschen anders aus. Vor allen Dingen trockener. Obwohl die Bäume würden fast hinpassen. Also so rein von der Farbe her. Hätte ich gern mal besucht in meinem Leben. Los Angeles, Las Vegas, Bakersfield oder wenigstens New York.
Aber da habe ich die Hoffnung noch nicht so ganz aufgegeben, dass es vielleicht doch nochmal was wird. Wenn ich mal jemanden wüsste. Ich meine, gesundheitlich müsste ich mich erst so ein bisschen klarkriegen, ein bisschen checken, ein bisschen abspecken, dass es mir gut geht. Und dann, wenn ich dann jemanden weiß, der vielleicht auch besser in Englisch ist. Ich meine, ich kann ja ein bisschen Englisch, aber oh, das ist schwierig. Und der sich da vielleicht schon mal auskennt, der da schon mal war, ne? So, runter, einschalten, machen wir vorne auch schon mal. Runter und einschalten. Ne, jemanden, dem ich vertrauen kann, der sich auskennt, der dann sagt, komm, ich kenne das, ich habe das schon mal gemacht. Lass uns einen Flug buchen und dann fliegen wir rüber nach New York und dann haben wir da so irgendwo in der Innenstadt ein Hotelzimmer für, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Übernachtungen und dann machen wir Ausflüge. Ich kenne mich ganz gut aus, ich weiß, wohin müssen, dann können wir mal auf die Brooklyn Bridge und dann können wir mal da ans World Trade Center und der ganzen Firlefanz auf Empire State Building mal hoch, ein bisschen Shopping-Tour, nur für so ein paar Tage da mal rumlaufen. Vor allen Dingen würde ich auch filmen, da gäbe es natürlich auch Videos dann hier, ne, wie ich dann da durchmarschiere. So ein Walkthrough. So, Helfer, mach weiter. Hier waren wir dran, ne? Ach, jetzt läuft sogar der Motor noch. Ja, da hatte ich gesagt, das packen wir hier in den. Wo ist denn da die Auslage? Auf der anderen Seite, ne? So, hier müssen wir dann so. Kriegt der das alles? Und dann sollte ich mal gucken, dass ich beim nächsten Mal Salat und Tomaten getrennt bringe, damit ich das ein bisschen ausgleichen kann. Ja, dauert hier immer so ein bisschen mit den Tomaten. Ist ja auch ein Familienbetrieb. Die haben jetzt keine Fließbänder und Gabelstapler. Die müssen das alles, ne, mit Muskelschmalz in den Keller tragen. Und ihr wisst ja, bei den Lagern, da müssen die in den Keller gehen. Die haben bei den Keller unterkellert, also zweimal Keller, nicht zwei. Die müssen wahrscheinlich 36 Stockwerke Treppen runterlaufen bis in den 36. Keller. Da unten sind wahrscheinlich schon 40 Grad. Genau das Richtige für Gemüse zu lagern. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hinfahren? Ach ja, genau. Stimmt. Wir wollen ja Heu machen und wir wollen uns mal drum kümmern, dass wir die restlichen Früchte noch wegholen und den Honig. Das machen wir als erstes, ne? Da ist bestimmt schon wieder einiges an Honig. Ja, ja, Honig. Warte, ich will mal eben was gucken hier. Spring mal ab. Jo. Holz 29. Alles Holz ist drin. Die Schreinerei wird irgendwann fertig. Das kann ja nicht sein. Dann fangen wir mit der Pappelproduktion an. Mit der Pappel. Pass auf, jetzt steht da bestimmt schon wieder neue Palette. Ja, ja, das geht hier ratzfatz. Schlag auf Schlag. Nicht klotzen, kleckern. Nee, andersrum. Ich will mal eben hier was gucken. Wie sieht es denn aus mit Milch und Gülle? Also Milch, 50.000 Liter, nicht schlecht, Herr Specht. Gülle, 252.500 Liter. Boah, ich bin immer noch so dankbar an den Friedhelm, dass der mir den Tipp gegeben hat hier, dass man das dann hier abgreifen kann, auch aus dem großen Rost. Das ist super. Aber Mist ist irgendwie ein bisschen mau, ne? Was nützt mir so viel Gülle, wenn ich denn aber nicht genug Mist habe für die Fabrik? Das ist, muss ich mal sehen. Aber da machen wir uns jetzt noch keinen Kopf drum, ne? So, jetzt wollte ich erstmal eben zum Honig. Zur Honigabladestelle oder Honig. Bienenhoniganlieferungsstelle. Aber müsst ihr mal vorstellen, was das für gengezüchtete oder genveränderte Bienen sein müssen, die neben dem Bienenstock direkt den Honig fix und fertig in Gläsern auf Paletten abstellen. Auf die Markierung. Ich bin unheimlich beeindruckt. Da kommt doch noch mehr, oder? Ihr Bienen seid wirklich der Brüller. Vor allen Dingen kommen die Bienen, da ist schon der nächste, guck mal, kommen die Bienen von den anderen Bienenstöcken auch her und bringen den Honig hier komplett in Gläsern auf Paletten. Na? Das müsste ja eigentlich so lange gehen, bis eine Palette kommt, die nicht komplett gefüllt ist, ne?
Was natürlich auch sein kann, dass das mal zufällig genau eine komplett gefüllte ist. Aber ist unwahrscheinlich. Nun? Siehste? Ach, dieses Gewarte immer. Also kleine Bienen, die können das nicht so schnell. Gleich kommt wieder eine Biene an mit so einem ganzen Honigglas, was sie da in die Kiste auf der Palette stellen will. Da. Boah, ist ja auch noch eine volle. So viel Honig. Da müssen wir uns echt mal um das Müsli kümmern. Oder ich vertick den Honig irgendwann. Oder wir gucken, wie viel Honig kriegen wir in das Lager, bis das auseinanderplatzt. Honig hat ja den Vorteil, der wird ja nicht schlecht, ne? Wenn der gut ist, da ist auch eine volle Palette. Boah, das sind schon 6 Paletten jetzt. Wenn der gut ist, der Honig, dann ist der quasi ewig haltbar, ne? Na? Boah, noch eine volle. Ich möchte aber noch das Heu machen heute, also gib mal Gas hier. Entscheid dich, ob du noch Honig im Lager hast oder nicht. Gleich kommt so eine kleine Biene mit Stirnband und Judo-Anzug und schwarzen Gürtel und haut mir einen aufs Maul. Hör mal auf, hier rumzuquengeln. Boah, Wahnsinn. Ey, wie lange soll das noch gehen? Gleich ist der Grascontainer da schon wieder voll. Ich komme gar nicht dazu, Heu zu machen, wenn das so weitergeht. Jetzt ist aber Schluss, oder? Die letzte wird jetzt bestimmt nicht voll sein. Die nächste. Ist doch gar nicht so lange. Ja, siehst du, genau. Daran kann man sehen. Das war's. Honiglager der Bienen entleert. So, das schubsen wir jetzt erstmal rein ins Lager. Und ich meine, für Müsli kann man das gebrauchen. Da braucht man aber eine Fabrik, die unter anderem auch Müsli herstellen kann. Da müssen wir mal gucken, dass wir uns da mal drum kümmern, dass wir das machen können, ne? Weil sonst weiß ich ja gar nicht, was ich mit dem ganzen Honig machen soll. So. Honig auf Brötchen ist natürlich ein Genuss. Habt ihr das schon mal gegessen? Mögt ihr das? So zum Frühstück? Honigbrötchen? Oh, lecker. Das würde ich so manchem Nutella-Brötchen aber vorziehen. Nur darf ich da nicht so viel von. Das ist nicht gut für mich. So, jetzt wollten wir hier weitermachen und die Früchte holen, ne? Wo waren wir denn? Da ist noch Salat. Den nehmen wir jetzt schon. Ah, ich wollte das auch trennen. Genau, ich wollte das doch trennen. Dann würde ich sagen, packen wir das erstmal ins Lager. Dann können wir das später besser trennen, oder? Erstmal machen wir, dass das hier alles wegkommt. Jetzt hat er wieder so einen Scheiß gemacht hier. Naja, ist ja nicht so viel. Hier noch ein bisschen Salat, das kriegen wir jetzt auch noch drauf. So. Oi, oi, oi. Bevor ich das wegbringe, muss ich aber mal eben gucken. Ich bin nervös. Oh je. Wie lange schon? Ach du liebe Güte. Gut, dass ich das nicht erst weggebracht habe. Naja, anderthalb Reihen müssen wir gleich fahren. Gut, aber erstmal bringen wir das weg. Dann ist das fertig hier. Ja, bisschen krumm hinten, macht aber nichts, schief ist Englisch. So. Und so. Geht langsam, ne? Langsam.
Können wir auch stehen lassen. Warte, ich könnte aber den Motor ausmachen. Aber dann lädt der nicht ab, oder? Weiß ich gar nicht genau. So. Also, erstmal wegbringen. Das kommt ins Fermenter-Silo rein, ne? Ja. Ach ja. Dumm, die dumm, die dumm. Ja, wenn dann Salat und die Tomaten nochmal richtig schön alle voll sind da, dann packen wir alles ins Lager und dann mache ich eine Fuhre nur Salat und eine Fuhre nur Tomaten, dann kann ich das besser verteilen, dass das so ein bisschen ausgeglichen ist. Weil die eine hat nicht Tomatenüberschuss und die andere Salatüberschuss. Weil es ist ja so, dass die ja drei Produkte herstellen. Einmal gemischten Salat, dafür brauchen sie Salat und Tomaten. Und die Tomatensoße. Und dafür brauchen sie nur Tomaten. Heißt also, generell braucht man mehr Tomaten. Aber ich habe ja auf einer Seite deutlich mehr Salat. Und da müssen wir ein bisschen gegenwirken. Man kann ja sagen, ist egal, wir produzieren jetzt so lange, bis alle bis hinten hin voll sind. Aber das dürfte ja noch dauern, ne? Bei diesen Riesenlagern. Ich glaube, die haben da mit den Lagern ganz Niemandsland unterhöhlt. Ist alles ein Riesen... Kellerlager hier, auch bis hier drunter. So, raus damit. Okay. Hühner. Ach ja. Wo muss ich denn anfangen? Ich glaube hier oben, ne? Weiß aber nicht genau. Werden wir sehen. Fahren wir mal hier vorne, stumpfen das Feld rum. Ich glaube, dann komme ich da ganz gut bei. Wenn ich jetzt hier schon reinfahre und dann da hinten hin. So. Ah, nee. Wenn wir das richtig machen wollen, müssen wir da drüben anfangen, hier und hier zurückkommen. Ja, machen wir das so. Hätte es aber die eine oder andere von euch jetzt erwischt. Ihr seid ein bisschen bequem geworden und startet ein bisschen spät. Das ist riskant. Oh! Ritual! Wolfi begrüßen. Hallo Wolfi, wo ist denn da dein Ballon? Ist das ein Kollege? Guck mal. Das ist obligatorisch. Das muss ja sein, ne? Mein Gott, seit wann habe ich angefangen mit der Staffel hier? Ende 2021, so in der kurz vor Weihnachten, glaube, da habe ich angefangen hier mit der Folge 1. Ne? Und jetzt, war das gestern oder heute, habe ich einen Kommentar gelesen von jemandem, voilà, mach mal langsam, ich bin erst bei Folge 18. Wenn ich jetzt kontinuierlich weitergucke, dann bin ich so in 4 Minuten aktualisiert. In 4 Minuten, in 4 Monaten. Ja, nu. Einschalten, aber da müssen wir erstmal hier sammeln. Womöglich sind wir dann schon fast voll, ne? Was wir als eingesammelt haben. Ja, das ist das. Deswegen muss man da mal ein Auge drauf haben, weil der macht sonst einfach weiter. Guck mal, 4% schon, ja. Das geht schnell. Ah ja. Zehn Prozent schon, boah. Schwupp.
und weiter. Da muss ich dran denken, dass ich da ziemlich schnell wieder zurückkomme, wenn der ja jetzt schon hier gleich mit Viertelfüllung anfängt. Naja. Ja, das wird eine Viertelfüllung, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das ist ja fast eine Drittelfüllung. So, pass auf, jetzt machen wir vorne. Runter. Einschalten. 31, ja klar. Guck mal. Und Helfer an. Und zack, ein Drittel voll. Na gut, aber die Zeit ist auch abgelaufen. Wir haben immer noch kein Heu gemacht. Das Gras liegt da noch. Wenn das jetzt anfängt zu regnen, haben wir Brei. Also müssen wir uns darum kümmern, ne? Sieht das nach Regen aus? Bis jetzt nicht. Naja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir dann hier weitermachen. Bis dann, bye bye und tschüssi. A wise man once said, to figure out how to dig the soil, tend the earth, is to figure it ourselves. Well, maybe some have, but a few of us still know. You gotta be willing to put in the time, make the sacrifices.